Dieses Video ist dank der Unterstützung von Radaddel möglich, einer der ältesten Tabletop-Shops in Deutschland. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop-Basement und zu einem neuen Review. Ihr wolltet mehr, ihr bekommt mehr. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Epic Battles Review, hier steht die Box noch, kam sehr gut bei euch an. Und ich hatte euch ja gefragt, wie ihr so zu dem Thema steht. Habt ihr Bock drauf, dass wir da ein bisschen was machen? Oder soll ich die Box einfach unter euch verlosen? Und das Feedback war mega gut von euch. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und natürlich, jetzt habe ich Arbeit. Aber nee, ich freue mich drauf. Ihr wolltet auf jeden Fall, dass wir da was mitmachen. Was wir damit machen, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Die Idee ist ja vielleicht eine Themenwoche zu machen, dass wir sagen, okay, wir probieren mal verschiedene Regelsysteme aus. Muss ich mal mit dem Thomas sprechen. Fire and Fury stand ja im Raum, Black Powder auf jeden Fall. Mal gucken, Thomas hatte auch noch 1-2 ACW-Regelwerke. Und ja, heute gucken wir uns nochmal Dismounted Cavalry und Skirmishers an. Das sind nochmal zwei Boxen, die relativ neu sind. Und dann werden wir mal so nach und nach einfach mal gucken, was da noch so kommt. Jetzt hat natürlich Warlord Games Epic Battles Napoleonic angekündigt. Wie ich gelesen habe, auch schon ein heißes Thema bei euch. Ich habe auf jeden Fall auch schon bei Warlord Games angeklopft und gesagt, hallo, wir brauchen dann auch mal so eine Box, die würden wir uns auch gerne mal anschauen. Aber da sage ich euch, das mache ich nicht mit. Das Spiel mache ich nicht mit. Also 15mm Napoleonic anmalen, habe ich echt keinen Bock drauf. Und vor allem nicht so viele Miniaturen. Also die werden wir uns ganz in Ruhe angucken. Und dann werden wir die Box ganz gemütlich verlosen. Aber da werde ich nichts mitmachen. Aber ACW kümmern wir uns drum. Können wir mal ein bisschen auch so mal in die Geschichte eintauchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Zuschauer von euch, und zwar der Zinnsoldat, sich im Bereich ACW megamäßig auskennt. Vielleicht können wir uns ja mal connecten und du kannst mir ein bisschen was über die Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges erzählen. Und vielleicht können wir auch mal was zusammen machen, wer weiß. Ist ja alles frei. Ne? Wir können ja machen, was wir wollen. Von daher, ich bin sehr gespannt, weil mit der Geschichte kenne ich mich nicht so wirklich aus. Ich weiß, wer da gegen wen gekämpft hat, ja. Aber die einzelnen Gefechte, ja klar, so die bekannten Schlachten wie Gettysburg und Co., klar, das hat man auch schon mal im Fernsehen gesehen, eine Reportage gesehen, den Film oder was auch immer. Aber es gab ja auch noch ganz, ganz viele andere Gefechte. Und warum, wieso, weshalb, damit muss ich mich auf jeden Fall mal befassen. Vielleicht kann mir der Zinnsoldat dabei ja weiterhelfen. Ja, aber heute geht es um Dismounted Cavalry und Skirmishers. Ja, das ist die beiden Boxen können wir auch wieder verwenden für beide Armeen. Ich habe mir sagen lassen, dass der, ich habe ja gesagt, bei der American Civil War Box, habe ich gesagt, das ist ein Gussrahmen und also immer der gleiche Gussrahmen, das stimmt wohl. Aber es sollen wohl auch zwei verschiedene Stripes drin sein. Davon muss ich mich nochmal persönlich überzeugen, weil das sollen minimale Unterschiede sein. Ein paar von euch haben es auch gesagt. Ich werde mir das nochmal angucken, wo denn der Unterschied liegt. Aber hier können wir tatsächlich auch wieder die Skirmishers und auch die Dismounted Cavalry können wir für beide Armeen benutzen. Und hier enthalten sind bei den Skirmishern sind 40 Warlord Resin. Ach, schau mal an. Resin-Miniaturen. Okay, dann müssen wir es jetzt mal direkt aufmachen. Da bin ich jetzt ja doch gespannt. Ich dachte, das wäre auch Plastik. Ach, herrje, das sind ja alles einzelne Päckchen. Okay, das war mir jetzt nicht bewusst. Ich dachte, das wäre Plastik. Gut, wir machen mal eins auf. Die zeige ich euch auf jeden Fall dann gleich nochmal in der Nahansicht. Ah, okay. Nee, das ist aber Zinn. Hä? Hier steht drauf 40x Warlord Resin Epic Battles Scale Skirmisher Miniatures. Und 2x Epic Battles Basis Plastic Sprue. So, Basis ist klar. Aber das, was ich hier liegen habe, das ist Zinn. Okay, wir machen nochmal ein anderes. Ne, das ist alles Zinn. Wobei hier ist wieder was Leichtes. Ist ja jetzt komisch. Ne, das sind tatsächlich Zinn-Miniaturen. Also kein Resin, wie auf der Packung ist. Dann gucken wir gleich mal, was in der anderen ist. Okay, ist alles einzeln abgepackt hier. Aber wir haben 40 Miniaturen. Ich weiß gar nicht, wie viele Miniaturen man tatsächlich, oder wie viel Bases man dafür braucht. Wenn wir hier 2x Epic Battles Sprues haben,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 Bases. Müsste man mal regeltechnisch gucken, wie man das dann aufbaut. Okay, also kein Resin, sondern Zinn. Super. Und hier steht drauf, 54 Warlord Resin Epic Battle Scale Dismounted Cavalry Miniatures, 12 mal Warlord Resin Epic Battle Scale Horse Holders Miniatures und 2 mal Bases. Okay. Ja, 2 mal Bases, ist klar. Aber das ist doch auch Zinn. So, ja, das sieht auch nach Zinn aus. Ja, das sind Zinnpferde. Also kein Resin, sondern Zinn. Na, ist ja auch schön. Also gerade bei dem Maßstab ist halt Resin halt auch immer so ein bisschen, ist sehr leicht auf der einen Seite, ne? Und bricht natürlich schnell mal was ab. Von daher finde ich Zinn eigentlich auch die schönere Variante wie Resin. Okay, dann würde ich sagen, schicke ich euch mal in die Nahansicht. Wir gucken uns mal die Miniaturen etwas genauer an. Und dann geht es gleich noch zu einem kleinen Fazit. Ja, das sind grundsolide Figuren, würde ich mal sagen. Ne? Also ich finde es besser, dass die aus Zinn sind, weil dann hat man einfach auch ein bisschen was in der Hand. Gerade bei diesen kleinen Minis finde ich dann Resin. Puh, da brauchst du ja nochmal gegenpusten. Da fliegt das Base um. Ne? Naja, nicht ganz so, aber da finde ich tatsächlich Metall auf jeden Fall schöner. Ja, gut, wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, jetzt würde ich erstmal so ein bisschen mir das Regelbuch von Black Powder, also ich würde es auf jeden Fall nach Black Powder Regeln erstmal so aufbauen. Weil ich fand Black Powder als Spiel, fand ich ganz cool. Und dadurch, dass ich das Spiel, dass das kein Hauptsystem von mir werden wird, das heißt, ich werde das nur mal nebenbei spielen oder wir machen mal ein Event draus oder so, werde ich tatsächlich das Ganze erstmal nach Black Powder spielen. Weil ich Black Powder an sich ein ganz cooles System finde. Das spielt sich locker von der Hand. Ich muss nicht viel Regeln blättern. Ich muss nicht viel wissen, um das spielen zu können. Ich kann das ganz locker spielen, Black Powder. Von daher werde ich es danach erstmal basen. Ja, viele von euch haben mir ja auch gesagt, so, ah, Black Powder ist nicht so geil. Ja, ich habe Black Powder vor 3 oder 4 Wochen gespielt. 7-jähriger Krieg und ich fand das wirklich cool, weil wir haben das in einer großen Gruppe gespielt, man konnte sich unterhalten währenddessen, man musste nicht sich so extrem fixieren auf das Spielen, sondern man konnte sich auch locker unterhalten, deswegen fand ich das so ein bisschen bier- und brezelig, fand ich cool, hat mir Spaß gemacht, von daher werde ich Black Powder erstmal favorisieren und dann mal gucken, ob wir dann in die Themenwoche noch 2, 3 weitere Regelwerke mit aufnehmen. So, das heißt also, für mich ist dann der nächste Schritt, sobald ich jetzt mir ein bisschen einen Slot freigeschaufelt habe, werde ich dann mal anfangen, Miniaturen zu bemalen. Und ich habe mir schon überlegt, vielleicht machst du ja mal so ein, wie schnell, oder so ein, hey, ich bemale eine Epic Battle Starter Box in 24 Stunden. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber mal gucken, wie lange wir brauchen. Vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Vielleicht machen wir auch einen Livestream draus, dass wir sagen, okay, komm, wir malen jetzt so lange, bis die Scheiße fertig ist. Ne? Und dann lassen wir die Kamera so lange laufen, bis es fertig ist. Mal gucken, in welche, wohin da die Reise geht. Also auf jeden Fall möchte ich das relativ schnell bemalen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir einen Livestream draus machen, ob ich ein Video draus mache und sage, hey, wir malen das in 24, 48 Stunden an, dass das halt relativ schnell angemalt ist. Und ja, dann werden wir die Sachen damit zupacken. Und dann werde ich mal gucken, was Warlord noch so hat. Ich weiß, die Commander sind noch da. Das wären, glaube ich, Blister. Dann die Iron Brigade. Iron Brigade gibt es ja auch noch. Das wäre dann auch noch eine Box, die wir uns angucken könnten. Und dann schauen wir mal, was noch so da ist und was noch so kommt. Und eigentlich müsste es ja auch noch Kavallerie geben, ne? Die habe ich noch gar nicht gesehen. So ein bisschen Kavallerie? Weil wir haben ja nur die Dismounted Kavallerie. Naja, das checke ich auf jeden Fall nochmal. Und dann gucken wir uns einfach nochmal die nächsten Wochen so ein paar Sachen an. Und ich überlege mir was, wie wir das mit der Bemalung machen. Ich wollte ja auch ein kleines Tutorial machen.
Da werde ich mir dann jeweils mal einen Stripe von der Union, einen Stripe von den Konföderierten schnappen und dann machen wir mal ein Bemaltutorial, wie schnell man das eigentlich machen kann, worauf man achten kann, muss, sollte. Und ja, dann werden wir das mal ein bisschen langsam angehen. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, weil im Moment sind noch ganz viele andere Dinge da. Die Mystery Box ist noch, müssen noch abgedreht werden. Und wir haben noch so weiteres Review-Kram und natürlich die TB-TV-Videos. Von daher, das ist eher so ein Projekt, was ich mir so ein bisschen nicht auf Halde lege, aber erstmal so in die Rückhand lege. Aber ich habe es auf jeden Fall im Auge und werde es auf jeden Fall angehen, weil ich auch Bock drauf habe. Vor allem, weil ich auch einfach mal wieder so eine richtige Massenarmee ins Feld führen möchte. So, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Lasst gerne mal ein Like da. Ansonsten alle weiteren Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kaufen könnt ihr das natürlich bei unserem Partner Radaddel. Der Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und lasst ein kleines... Naja, Weihnachten steht vor der Tür. Wer noch Weihnachtsgeschenke braucht oder sich sein Weihnachtsgeschenk selbst erfüllen möchte, der kann das ja gerne mal bei Radaddel einlösen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.